Last time on Mia Plus Live. Ich schreibe immer nach Titel, das heißt, ich habe immer zuerst einen Titel und um den baue ich alles drumherum. Je nachdem, mit welchem Instrument ich mich gerade beschäftige, ob das ein Klavier, eine Gitarre, ein Xylophon oder auch ein Didgeridoo ist oder was auch immer, dann benutze ich das Instrument einfach und versuche einfach erstmal zu gucken, was kommt dann. Und dann ist das Lied relativ schnell fertig, 10, 20 Minuten, ne? Je nachdem. Auch und, vom Text her? Ja. Das macht also, mich ja völlig fertig. Ja, da ist natürlich auch viel Scheiße dabei. And now for today's episode. Ja, also das ist dann ein Lied mit Akkorden und Text, ne? Da ist kein Arrangement in dem Sinne. Das heißt, ich habe ein Grundgerüst und danach geht es auch in diesen ganz normalen Arbeitsprozess, den jeder kennt. Das heißt, okay, man muss gucken, ob man noch irgendwo eine Hookline und ein Intro reinkriegt, damit das Ding irgendwie eine Struktur bekommt, wie man halt einen Song so unbedingt möchte, wenn das notwendig ist, das Ding. Ne? Aber dann hast du ja vielleicht doch was vorher im Kopf, wenn du es dann... Wenn du sagst, das erst den Titel, kann das dann auch sein, dass während du den Text dann oder das Lied geschrieben hast, komponiert wie auch immer, dass dann der Titel doch wieder anders heißt? Ganz, ganz selten ja. Das ist möglich, aber in den meisten Fällen ist das so, dass dann diese Art Stimmung und die Akkorde, die ich dann habe, die sind dann so eng verwachsen mit diesem einen Titel und diesem einen Wortlaut, dass ich das nicht mehr trennen kann. Das ist dann traurig, wenn ich eigentlich einen total guten Titel hatte und dann unheimlich beschissene Musik dazu nur gefunden habe. Und dann kriege ich das nicht mehr auseinandergedröselt und dann muss ich das wegwerfen. Das passiert leider dann auch total oft. Ne? Dann habe ich halt irgendwie völligen Murks gemacht mit dem, was da eigentlich... Und habe aber einen total tollen Titel gehabt, weißt du, so als wenn du John Irving bist und schreibst ein Buch, Gottes Werk und Teufels Beitrag und sagst, boah, geiler Titel. Und dann steht da aber irgendwie drin, wie du einen Kuchen backst. So. Aber dann, dass du erstmal dann aus dem Murks dann einen scheiß Titel machst, geht nicht, oder? Das ist dann einfach dann totaler Müll. Wegreduzierbar gering. Okay. Was aber sonst auch passiert ist, dass Lieder irgendwie mit einem tollen Titel ganz lange ins Rand liegen, weil ich irgendwie nicht auf den Rest komme. Dann schreibe ich ein anderes Lied, was aber auch nicht ganz ist und irgendwann klickt man die beiden halt irgendwie so zusammen und dann muss man sich halt überlegen, was man mit dem Titel macht. Und irgendwie so. Ich kenne das, wenn so ein Stück, so das Stück muss fertig werden bis Ende der Woche, da wollen wir es ins Studio, wollen wir damit ins Studio unbedingt, ne? Und es fehlt noch eine Zeile. Dann, wie durch Wunder, kann ich alle anderen Titel, die vielleicht nicht so wichtig sind, total gut bearbeiten und hey, das fließt ja alles total. Und dann aber diese eine Zeile hängt, ist dann wirklich der totale Oberkampf. Das hatte ich bei der letzten Albumproduktion, da war irgendwie auch so, wir haben einen Song gehabt. Den sollte sich alles drehen. Naja, der war halt nicht unwesentlich. Den haben wir irgendwie Jahre vor uns hergeschoben, der ist halt auch ein bisschen länger. Und der Text wurde nicht fertig. Und wir haben halt alle Lieder vorher aufgenommen, alle Texte vorher. Und irgendwie so, ja, wir müssen jetzt auch mal langsam aufmischen und so anfangen. Und so, ja, und dann habe ich mich irgendwie zu Hause hingesetzt und irgendwie so einen Kasten Bier und irgendwie. Und dann hat es irgendwie 2 Tage noch gedauert und im allerletzten Moment noch irgendwie die letzten Zeilen fertig gemacht. Und das ist sehr knapp geworden. Und also, gefällt's dir halt noch? Ja, ist super geworden. Also wie gesagt, es passiert auch ganz oft, dass Scheiße dabei rumkommt, die muss man einfach wegwerfen. Ne? Wirfst du viel weg? Ja. Verwirfst du mehr, als du behältst? Ja. Ah ja. Ja, definitiv. Und wenn du dann so eine schöne Wortkonstruktion Mist geschrieben hast, dann verwirfst du lieber auch nochmal einen Song und behältst die schöne Wortkonstruktion für was Neues? Oder das, ist die dann so das geht halt oft nicht, wenn die Wortkombination nur mit dieser einen Melodie funktioniert hat, bei dem einen Song, wo dann aber der Rest gut ist. Achso, kannst du das dann nicht verwerfen? Ich kann das nicht mehr trennen oft. Echt? Das liegt einfach in meinem Arbeitsprozess. Das wird dann halt weggeworfen, aber manchmal, also ich habe auch so eine große Kiste, da schmeiße ich das dann rein und sage dann, das ist weggeworfen und irgendwann kommst du noch wieder. Damit sind wir auch im Studio. Was passiert denn noch im Studio mit euren Kompositionen? Ich meine, wie viel müsst ihr dann im Studio noch vielleicht kompromittieren oder vielleicht sogar verbessern? Die Unterschiede, ja. Tut aber jedem Lied gut, auch durch den Prozess des Studios zu gehen. Zum Beispiel ein Lied wie Kill For You oder Verrückt wäre ohne nächtelange Studio-Session wirklich mit immer wieder die Stücke hören und sagen, okay, lass da einen Cut machen. Also wirklich ganz abstrakt haben wir da im Studio gearbeitet. Die Gaps, also ohne Studioarbeit nicht. Und ansonsten weiß ich auch nicht, manche Sachen singe ich im Studio das allererste Mal. Also zum Beispiel die Bridge von Ruhiges Herz gab es im Proberaum noch nicht. Eiskalt habe ich erst im Studio gesungen, weil ich die Atmosphäre sehr gerne mag. Das Einsingen im Studio, weil es so isoliert ist und es gibt nichts anderes in dem Moment. Nur
in die Musik, in die Stimmung. Ist das dann ein bewusster Rückgriff eigentlich auch auf die vorangegangene Arbeit? Weil in Kreisel ist ja auch heiß-kalt. Und ich habe mich immer gefragt, ob das dann entsprechend so, so eine Brücke schlagen soll. Nee, da ist man dann eher so, ach, warum habe ich denn da schon eiskalt gesagt? Weißt du, ja, okay, so, verstehe. Es passt bei ihm bisher so gut. Und ich habe auch versucht, bewusst darauf zu achten. Also es ist ja bei ihm ist jetzt immer eiskalt. Mhm. Und eben bei Kreisel heiß-kalt. Da wollte ich so ein Das ist ganz deutlich was anderes. Ja, deswegen habe ich die Frage. Darf ich eigentlich mal fragen, mögt ihr Kreisel gerne? Ja. Darf ich mal was zu Kreisel fragen? Weil ich hatte mit Tanja irgendwie so eine kleine Diskussion. Als ich das Lied das erste Mal gehört habe, da habe ich immer so, es lief immer in so einer Kneipe, wo ich gerne gesessen habe und das Lied kam immer zwischendurch. Und ich dachte immer so, alter Vater, so deutsche Band, klingt aber doch verdammt nach alten Police-Sachen. Fragezeichen. Also so ein bisschen. Ich habe mich mal gefragt, ob ihr da bewusst so ein paar Sachen aufgegriffen habt, um dann ein gewisses Feeling zu erzeugen. Oder ob sich das einfach so durchgetrommelt hat. Bei Jungs war es vielleicht eher so, aber ich habe erst später aufgegriffen. Also ich habe mich dann erst später mit den Sachen beschäftigt, aber ich finde ja Police eine total tolle Referenz. Aber nee, könnt ihr jetzt mal ehrlich sagen, aber ich finde, man muss aber auch so, also ich mag zum Beispiel, man kann nicht, wie macht man rockige Musik? Das ist bei mir, für mich nämlich eigentlich auch so ein Ausschlussverfahren. Also ich mag, also so eine Musik zum Beispiel wie Queens of Stone Age, die vielleicht interessant ist, besteht uns als Band aber eigentlich gar nicht. Wir können das mal probieren und die hat noch hier und da mal so Versuche, so für uns, ja, für sich vielleicht so. Aber ich finde, das Kreisel und alles neu ist ja für mich so ein Zweispann. Ich fand es interessant, weil diese Art, die Musik, die Police zum Beispiel da gemacht haben, ich fand das immer unglaublich smart, aber es war jetzt nicht mathematisch, das war jetzt keine Musik, die man irgendwie nur nach einem Musikstudium versteht erst, sondern es war immer noch ein guter Song, also einfach als Song, aber alles andere war halt dann irgendwie in dem, also bei denen damals zum Beispiel neu, bei Police, und ich fand es zu der Zeit, als Dieb und Stichfest rauskam, also 2002, da war was so Rockmusik in Deutschland angesetzt, hatte irgendwas mit so Achtelgitarren zu tun. So, und so ein Punk-Schlagzeug, oh, das waren halt so Guano Apes. Und das sollte es auf jeden Fall nicht sein. Das war halt vielleicht ein Schritt, um auf jeden Fall nicht sowas zu machen und irgendwas anderes zu machen. Also wolltest du sagen, so eher in dem Prozess der Abgrenzung gegen dem, was halt schon da ist, hat sich das so eher natürlich ergeben, ohne dass man vielleicht dran gedacht hat. Ganz genau. Das hast du sehr gut ausgedrückt.